Ja, hallo meine lieben Football-Freunde, herzlich willkommen zum Nachbericht des 16. Spieltages in der NFL-Saison 2015. Ja, fangen wir mit dem Spiel am Donnerstag, und zwar haben da gespielt die Oakland Raiders gegen die San Diego Chargers, und die Raiders gewinnen knapp nach Verlängerung mit 23 zu 20, haben sich da doch ja, etwas schwerer getan als erwartet, waren doch der klare Favorit, aber am Ende ja, haben sie sich in der Verlängerung durch ein Field Goal von Sebastian Janikowski aus 31 Yards Entfernung dann durchgesetzt und haben somit ihren siebten Saisonsieg geholt. Die Chargers stehen weiterhin bei 4 Siegen und 11 Niederlagen. Ja, Quarterback Derek Carr auf Seiten der Raiders mit einer eher durchschnittlichen Leistung, 204 Passing Yards, ein Touchdown und eine Interception. ja, Leading Rusher war wieder mal Latavius Murray, der auf 79 Rushing Yards kam, bei 19 Versuchen und einen Touchdown. Und Leading Receiver war Michael Crabtree, der 6 Bälle für 39 Yards gefangen hat und einen Touchdown. Ja, und auf Seiten der San Diego Chargers, Quarterback Philip Rivers mit einer sehr soliden Leistung, 277 Passing Yards, ein Touchdown Pass. Ja, Leading Rusher war Danny Woodhead mit 55 Yards bei 11 Versuchen, und der Leading Receiver war etwas überraschend Dontrell Inman, der 8 Bälle für 82 Yards fing und einen Touchdown. Und es gab auch noch einen Fumble von David Johnson, also ein Turnover auf Seiten der Chargers. Ja, und bei so einem knappen Spiel kann das natürlich den Unterschied ausmachen. Der Kicker Josh Lambeau hat auch ein Field Goal vergeben. Bei so einem knappen Spiel ist das natürlich ja, ganz bitter, aber am Ende ja, müssen sich die Chargers hier geschlagen geben und die Raiders feiern im letzten Heimspiel von Charles Woodson, der seinen Rücktritt zum Ende der Saison bekannt gegeben hat. Ja, feiern dann noch einen Heimsieg. Ja, schöner Abschied für ihn. Ja, in diesem Spiel. Ja, dann kommen wir dann zum Spiel, das dann am Samstag, beziehungsweise in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattgefunden hat, und zwar das NFC East Duell zwischen den Philadelphia Eagles und den Washington Redskins. Ja, und Redskins fixieren den Divisionstitel, denn sie gewinnen mit 38 zu 24. Ja, am Ende doch überzeugend, und ja, haben somit den Divisionstitel fixiert, sind damit in den Playoffs, was vor der Saison nicht viele geglaubt hätten, und deswegen ja, wirklich Gratulation an Washington, die ja, relativ souverän hier bei den Eagles gewinnen mit einer sehr guten Leistung. Ja, Quarterback Cousins spielt eine sehr starke Saison. Auch in diesem Spiel kam er auf 365 Passing Yards und 4 Touchdown-Pässe, wirklich sehr stark. Und ja, Leading Rusher war diesmal Alfred Morris. Matt Jones war ja verletzt. Morris kam auf 49 Yards bei 17 Versuchen. Und der Leading Receiver war der Talent Jordan Reed, der 9 Bälle für 129 Yards gefangen hat und 2 Touchdowns. Also wirklich, er war nicht zu stoppen von der Eagles Defense. Auf Seiten der Eagles, ja, Sam Bradford mit 380 Passing Yards und einen Touchdown Pass. Also eigentlich eine sehr gute Leistung. Er hatte einen verlorenen Fumble dabei. Leading Rusher war der Marco Murray, der 27 Yards lief bei nur 5 Versuchen und einen Touchdown. Ja, sehr wenig gelaufen, die Eagles, und der Leading Receiver, auch bei denen war ein Tight End der Leading Receiver, und zwar Zach Ertz, der 13 Bälle für 122 Yards gefangen hat. Aber auch er hatte einen Fumble dabei, also 2 Turnovers auf Seiten der Eagles, die ja, am Ende muss man wirklich sagen, eine doch sehr enttäuschende Saison gespielt haben, damit ja auch die Chance auf die Playoffs dahin stehen, jetzt bei 6 Siegen und 9 Niederlagen. Und ja, für die Redskins, sie sind jetzt auf alle Fälle fix in den Playoffs. Das letzte Spiel ist damit ja, dann bedeutungslos, da sie auf alle Fälle den Nummer 4 Seed haben werden und sich ja, egal wie das Spiel dann am letzten Spieltag ausgehen wird, daran nichts ändern wird. Und deswegen, ja, können die Redskins sogar dann im letzten Spiel sogar noch wichtige Spieler schonen, falls sie es wollen. Und ja, nochmal Gratulation an die Redskins zu dem Sieg in der NFC East. Ja, dann gehen wir zu den Spielen am Sonntag um 19 Uhr. Und zwar zum AFC East-Duell zwischen den New York Jets und den New England Patriots. Ja, und die Jets feiern einen ganz, ganz wichtigen 26 zu 20 Sieg nach Overtime. Ein sehr hart umkämpftes Spiel. Die Jets sind eigentlich sehr gut in das Spiel gekommen, haben dann sogar 17 zu 3 geführt. Die Patriots hatten große Probleme, vor allem auch in der Offense, da Punkte zu erzielen. Sebastian Vollmer hat sich ja leider früh verletzt am Knöchel, musste dann raus, und ab da, ja,
Konnte die O-Line Tom Brady einfach nicht genügend Zeit geben, hatten da wirklich große Probleme. Erst ein Fumble-Return von Jamie Collins zum 13 zu 17 hat dann die Patriots wieder reingebracht und ja, mit einem Touchdown-Pass auf den Running Back James White konnten die Patriots kurz vor Schluss dann noch ausgleichen. Und ja, in der Overtime dann eine sehr, ja, würde ich sagen, sehr mutige Entscheidung von Head Coach Bill Belichick. Die Patriots gewinnen den Münzwurf. Normalerweise entscheidet man sich ja dafür, dass man den Ball bekommt, damit man ja mit einem Touchdown das Spiel für sich entscheiden kann. Aber in dieser Situation hat sich Bill Belichick dafür entschieden, obwohl die Patriots den Münzwurf gewonnen haben, dass sie den Ball an die Jets abgeben werden, also kicken werden. Ja, und die Jets haben gleich mit dem ersten Ballbesitz einen Touchdown erzielt, einen Touchdown-Pass von Ryan Fitzpatrick auf Eric Decker. Und damit war dann das Spiel entschieden. Also ja, im Nachhinein kann man sicherlich sagen, ja, eine etwas fragwürdige Entscheidung hier von Head Coach Bill Belichick, aber ja, trotzdem, die Patriots sind schon Divisionssieger. Diese Niederlage ist jetzt vielleicht nicht ganz so schmerzhaft, muss man sagen, aber ja, der Sieg war für die Jets umso wichtiger, da jetzt auch die Pittsburgh Steelers verloren haben und die Jets jetzt. Ja, mit einem Sieg im letzten Spiel können sie dann ja, die Playoffs aus eigener Kraft auf alle Fälle schaffen. Ja, Quarterback Ryan Fitzpatrick mit einer sehr starken Leistung, 296 Passing, also drei Touchdown-Pässe. Und ja, ein Fumble war dabei, aber keine Interception. Ja, Leading Rusher war diesmal Bilal Powell mit 56 Yards bei 7 Versuchen. Und Leading Receiver war wieder mal Brandon Marshall, der 8 Bälle für 115 Yards fängt und 2 Touchdowns. Also wirklich sehr stark von ihm. Ja, Darrell Revis, der Cornerback der Jets, hatte auch eine Interception gegen sein ehemaliges Team, war in der letzten Saison ja noch für die Patriots im Kader. Ja, auf Seiten der Patriots Tom Brady, ja, Spiel schon angesprochen, mit großen Problemen in der Offense. Er kam insgesamt auf 231 Yards, einen Touchdown und eine Interception. Und ja, Leading Rusher war Brandon Bolden, der 30 Yards erlief bei 9 Versuchen. Und Leading Receiver war natürlich der Tight End Rob Gronkowski, der 4 Bälle für 86 Yards fing. Vor allem, ja, auf den Wide Receiver ja große Verletzungsprobleme. Sowohl Danny Amendola als auch Julian Edelman verletzungsbedingt nicht dabei. Da haben die Patriots wirklich Pech mit den ganzen Verletzungen. Da müssen sie natürlich hoffen, dass bis zu den Playoffs die Spieler wieder fit werden, was durchaus möglich ist. Da sind die Patriots auf alle Fälle wieder, da muss man sie auf alle Fälle auf der Rechnung haben. Ja, aber in diesem Spiel ja, haben sie sich dann doch den Jets geschlagen geben müssen. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zu den Tennessee Titans gegen die Houston Texans. Ja, das war eine klare Angelegenheit zugunsten von Houston. Sie gewinnen mit 34 zu 6. Also ja, ganz klares Ergebnis. Ja, nach dem dritten Viertel haben sie schon 34 zu 0 geführt. Ja, und die letzten Punkte dann für die Titans kurz vor Schluss. Ja, sowohl auf Seiten von Houston als auch auf Seiten von Tennessee, beide mit Backup-Quarterbacks. Houston, ja, mit Brandon Whedon. Ja, Brian Hoyer nach seiner Gehirnerschütterung darf er immer noch nicht spielen. Und der zweite Quarterback, TJ Yates, hat sich ja im letzten Spiel das Kreuzband gerissen. Aber Brandon Whedon hat seine Sache sehr gut gemacht, wirft für 200 Yards und 2 Touchdown-Pässe. Hatte zwar einen Fumble dabei, aber ich denke, das kann man verschmerzen bei diesem klaren Sieg. Leading Rusher war Alfred Blue, der auf 45 Yards kam bei 15 Versuchen und der Leading Receiver war DeAndre Hopkins, abermals mit 7 Catches für 117 Yards und einem Touchdown. Ja, noch auf Seiten von Tennessee mit dem Backup-Quarterback und zwar Zach Mettenberger, der auch in diesem Spiel wieder nicht wirklich überzeugend war mit 234 Passing Yards, einen Touchdown, aber auch eine Interception und ein Fumble war auch dabei. Ja, Leading Rusher war David Korb, der auf 18 Yards kam bei 7 Versuchen, also auf dem Boden ging nicht wirklich viel. Ja, Leading Receiver war Harry Douglas, der 6 Bälle für 79 Yards fing, aber auch er hatte einen Fumble dabei und dann auch noch ja, Running Back Antonio Andrews mit einem Fumble, also insgesamt 4 Turnovers und da ist es natürlich schwer, da ein Spiel zu gewinnen und ja, die Titans jetzt mit der schlechtesten Bilanz nur 3 Siege und 12 Niederlagen, also genauso viel wie Cleveland, aber die Titans hätten nach aktuellem Stand den Nummer 1 Draft Pick im nächsten Jahr. Was natürlich in der Situation für Tennessee etwas Positives ist. Und Houston hat damit eigentlich ja, so gut wie sicher den Divisionssieg fixiert. Da müsste schon einiges ja, dazu kommen, dass noch Indianapolis an Houston vorbeizieht. Deswegen ja,
glaube ich, kann man davon ausgehen, dass sich Houston den Divisionssieg damit holt und sich für die Playoffs qualifizieren wird. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel, und zwar zu den Kansas City Chiefs gegen die Cleveland Browns. Ja, die Chiefs haben sich doch etwas schwer getan, hier als klarer Favorit gewinnen, nur knapp mit 17 zu 13. Ja, haben eigentlich nach der Halbzeit mit 17 zu 3 geführt. Ja, relativ souverän, aber die Browns sind dann in der zweiten Halbzeit stärker geworden, sind reingekommen, haben keinen einzigen Punkt mehr zugelassen. Ja, und die Chiefs mussten dann wirklich noch zittern. Etwas überraschend, aber am Ende hat es gereicht für den Sieg. Das war der 9. Sieg in Folge für die Chiefs, und damit sind auch die Chiefs jetzt einmal fix für die Playoffs qualifiziert. Also auch hier Gratulation an Kansas City. Ja, wie schon angesprochen, Cleveland gemeinsam mit Tennessee die schlechteste Bilanz, aber zurzeit Cleveland hätte nur den zweiten Pick. Ja, auf Seiten von Kansas City, wie gewohnt, Alex Smith, wenig Passing Yards, nur 125, zwei Touchdown-Pässe, eine Interception. Ja, Leading Rusher war Ja'Kendrick West, 62 Yards bei 14 Versuchen, und Leading Receiver war Jeremy Maclin mit 49 Yards bei 5 Catches und einem Touchdown. Und auf Seiten von Cleveland, ja, Johnny Manziel hatte keinen guten Tag erwischt, zumindest was das Passing Game betrifft. Er hat nur 13 von 32 Bälle komplettiert für insgesamt 136 Yards, und eine Interception war dabei. Aber dafür war er auf dem Boden sehr gut, wo er für 108 Yards erlief und damit auch der Rushing Leader war bei 11 Versuchen. Und Leading Receiver war der Tight End Gary Barnage, der drei Bälle für 47 Yards gefangen hat. Aber am Ende, wie gesagt, hat es nicht gereicht. Es war sehr knapp, aber am Ende, ja, müssen sich die Browns auch hier geschlagen geben. Ja, gehen wir zum nächsten Spiel, und zwar zu den Miami Dolphins gegen die Indianapolis Colts. Ja, die Colts feiern einen wichtigen 18 zu 12 Auswärtssieg hier in Miami. Aber wie schon angesprochen, dadurch, dass Houston auch gewonnen hat, war es das auch wahrscheinlich für die Colts. Da müsste schon einiges zusammenkommen am letzten Spieltag, dass die Colts dann noch an den Texans vorbeiziehen. In diesem Spiel muss man sagen, ja, man hat eigentlich ja, von Beginn an das Spiel angeführt. Zum Schluss wurde es nochmal eng. Miami ist dann nochmal rangekommen, aber am Ende, denke ich, haben die Colts das Spiel dann doch gewonnen, wo Quarterback Matt Hasselbeck wieder verletzt raus musste. Nach einem harten Hit hat er sich an der Schulter verletzt, auch schon in den letzten Spielen zuvor immer wieder angeschlagen. Ja, die Offensive Line der Colts nicht wirklich die beste, und dazu noch Hasselbeck nicht mehr der Jüngste, und deswegen, ja, musste Charlie Whitehurst wieder ran. Ja, aber am Ende hat es gereicht. Ich denke auch hauptsächlich wegen der Defense, und auch ja, Running Back Frank Gore hat einen sehr guten Tag erwischt mit 85 Rushing Yards bei 15 Versuchen und 2 Rushing Touchdowns. Ja, Leading Receiver war der Wide Receiver T.Y. Hilton mit 4 Catches für 64 Yards. Ja, und auf Seiten von Miami, Quarterback Ryan Tannehill kam zwar auf 329 Passing Yards, aber es war auch eine Interception dabei. Leading Rusher war Lamar Miller, der 31 Yards erlief bei aber 15 Versuchen und einem Touchdown. Ja, und Leading Receiver war Jarvis Landry, der 7 Bälle für 111 Yards fing, aber am Ende zu wenig. Und ja, die Dolphins bleiben eine der Enttäuschungen in der Saison mit einer 5 Siegen und 10 Niederlagen. Und ja, wie schon gesagt, auch für die Colts ist die Saison höchstwahrscheinlich schon damit schon vorbei. Ja, dann kommen wir dann zum nächsten Spiel, und zwar zu den Detroit Lions gegen die San Francisco 49ers. Ja, die Lions gewinnen hier mit 32 zu 17 in einem doch sehr bedeutungslosen Spiel, muss man sagen. Beide Teams haben keine Chance mehr auf die Playoffs. Aber die Lions zeigen, dass sie gegen Ende der Saison nochmals ja, so halbwegs gut drauf sind. Es war eigentlich ein sehr knappes Spiel zur Halbzeit, wo die Lions mit 20 zu 17 geführt haben, aber in der zweiten Halbzeit ja, haben sie dann keinen einzigen Punkte vor den Niners mehr zugelassen. Und so das Spiel dann am Ende noch relativ souverän gewonnen. Quarterback Matt Stafford zeigt, dass er unter dem neuen Offensive Coordinator Kuta wirklich eigentlich besser geworden ist. Er kam auch in diesem Spiel auf 301 Passing Yard und 2 Passing Touchdowns. Ja, Leading Rusher war Amir Abdullah, der auf 39 Rushing Yards kam bei 8 Versuchen. Und Leading Receiver war diesmal wieder mal Calvin Johnson, der 6 Bälle für 77 Yards fing und einem Touchdown. Ja, in den letzten Spielen war ja Calvin Johnson nicht wirklich
sehr gut. Deswegen gut zu sehen, dass er wieder mal ja, der Leading Receiver war auf Seiten der 49ers. Blaine Gabbert eigentlich mit einer ordentlichen Vorstellung wieder mit 225 Passing Yards und 2 Touchdown-Pässen. Ja, Leading Rusher war diesmal Duane Harris. Der 73, als er lief bei 11 Versuchen, wurde ja vor kurzem verpflichtet, war ja noch vor kurzem für die Seahawks unter Vertrag. Ja, die 49ers haben ja natürlich auch sehr viele Verletzungsprobleme. Leading Receiver war der Tight End Vance McDonald, der 5 Bälle für 61 Yards fing und einen Touchdown. Und ja, Blaine Gabbert hatte noch einen Fumble dabei. Und ja, so endet dann das Spiel doch mit einer kleinen Niederlage für die 49ers, bei denen, ja, bei denen die Saison auch wirklich nicht gut ist, mit nur 4 Siegen bei 11 Niederlagen. Ja, wie schon angesprochen, zwar für Detroit auch die Playoffs verpasst, aber zumindest gegen Ende hin haben sie zumindest halbwegs gute Leistungen gezeigt. Ja, kommen wir dann zum nächsten Spiel, und zwar zu den Buffalo Bills gegen die Dallas Cowboys. Die Bills gewinnen hier mit 16 zu 6 in einem sehr defensiv geführten Spiel. Ja, die Bills haben sich doch etwas schwerer getan als vermutet gegen die schon ja, ausgeschiedenen Dallas Cowboys. Auch die Bills hatten keine Chance mehr auf die Playoffs, aber zumindest stehen sie doch etwas besser da, jetzt mit 7 Siegen und 8 Niederlagen. Ja, Quarterback Tyrod Taylor, ja, mit einer nicht so guten Leistung bei 179 Passing Yards und einer Interception. Leading Rusher war Mike Gillisley, der 93 Yards lief bei 9 Versuchen und einem Touchdown. Ja, LeSean McCoy war ja verletzt, hat sich im letzten Spiel am Knie verletzt, deswegen war er nicht dabei. Leading Receiver war Sammy Watkins, der 5 Bälle für 84 Yards fing. Und ja, Running Back Carlos Williams hatte auch einen Fumble dabei. Und auf Seiten von Dallas, ja, Kellen Moore, eigentlich der dritte Quarterback jetzt, der Starter, aber auch da konnte nicht wirklich überzeugen, hat nur 13 von 31 Bälle komplettiert für 186 Yards und eine Interception. Ja, Leading Rusher war Darren McFadden, der auf 99 Yards kam bei 19 Versuchen, und der Leading Receiver war Bryce Butler, der 4 Bälle für 74 Yards fing. Ja, auch Des Bryant war ja verletzungsbedingt nicht dabei, also ja, für die Dallas Cowboys wirklich eine sehr verkorkste Saison. Es war auch noch ein Fumble dabei von Lucky Whitehead. Und ja, am Ende hat man vor allem offensiv, konnte man da nicht wirklich genug Punkte erzielen, um den Bills da gefährlich zu werden. Deswegen, ja, gewinnen die Bills hier dieses Spiel mit 16 zu 6. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel, und zwar zu den Tampa Bay Buccaneers gegen die Chicago Bears. Die Bears gewinnen auswärts mit 26 zu 21. Ein sehr knappes und enges Spiel. Ja. Bis zum Schluss war es eng. Die Bears hatten eigentlich dann immer eine Führung. Die Buccaneers sind dann nochmal rangekommen, aber am Ende hat es gereicht für Chicago. Und sie können ihren 6. Saisonsieg feiern. Also haben jetzt genauso viele wie Tampa Bay. Ja, Quarterback Jay Cutler mit einer ordentlichen Leistung, 156 Passing Yards und einem Touchdown Pass und kein einziger Turnover von Jay Cutler, was immer sehr gut ist. Leading Rusher war Jeremy Langford, der auf 83 Yards kam bei 19 Versuchen. Und Leading Receiver war der Tight End Zach Miller, der 69 Yards fing bei 7 Catches. Und auch die Defense war gut. Man hat 2 Fumbles erzwungen vom Running Back der Buccaneers, von Doug Martin. Beide hat John Timo erobert. Und ja, auch Quarterback Jameis Winston kam zwar auf 295 Passing Yards und 2 Touchdown-Pässe, aber auch er hatte eine Interception dabei, also insgesamt 3 Turnovers. Und so ist natürlich das Spiel schwer zu gewinnen, wenn du 3 Turnovers hast und der Gegner keinen einzigen. Ja, trotz seiner 2 Fumbles war Doug Martin der Leading Rusher mit 49 Yards bei 17 Versuchen und einem Rushing-Touchdown. Und der Leading Receiver war etwas überraschend der Backup Running Back Charles Sims, der 3 Bälle für 72 Yards fing und eben einem Touchdown. Ja, wie gesagt, für beide Teams natürlich die Saison schon vorbei. Ja, beide hat man zumindest nicht in den Playoffs erwartet, aber beide jetzt zumindest 6 Saisonsiege hat man jetzt nicht unbedingt bei beiden erwarten können. Deswegen glaube ich, kann man schon durchaus vom zumindest soliden Saisonen sprechen von diesen beiden Teams. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel, und zwar zu den Atlanta Falcons gegen die Carolina Panthers. Das Duell aus der
NFC South, ja, und die Falcons sind die erste Mannschaft, die die Panthers in dieser Saison schlagen können, denn sie gewinnen hier mit 20 zu 13. Doch ein bisschen überraschend, da die Falcons in den letzten Spielen nicht wirklich sehr gut waren. Aber sie können hier, ja, nachdem sie ja 2 Wochen zuvor wirklich ganz klar verloren haben in Carolina, können sie sich revanchieren für diese Niederlage. Ja, und haben eigentlich vom Beginn an sehr gut gespielt. Es war ein sehr, sehr knappes Spiel von Anfang bis zum Schluss. Ja, aber sie können dann der Aufholjagd der Panthers dann wirklich dagegen halten und am Ende diesen 8. Saisonsieg holen, der ihnen aber nichts bringt, denn die Falcons können rein rechnerisch auch nicht mehr die Playoffs schaffen. Schade für Atlanta, die eigentlich sehr gut gestartet sind, aber dann durch dieses Tief in der Mitte der Saison haben sie sich eigentlich ihre Chance dann vergeben, da um die Playoffs mitzuspielen, und deswegen, ja, nützt dieser Sieg dann am Ende auch nicht wirklich viel. Ja, auf Seiten von Carolina Quarterback Cam Newton mit einer nicht ganz so guten Leistung, nur 142 Passing Yards und kein Touchdown, aber auch keine Interception, aber ein Fumble war dabei. Immerhin hatte er einen Rushing Touchdown noch dabei. Leading Rusher Cameron Artis Payne, der auf 49 Yards kam bei 5 Versuchen. Ja, Jonathan Stewart immer noch verletzt. Und auch Leading Receiver war auch hier ein Tight End, nämlich Greg Olsen, der 4 Bälle für 40 Yards gefangen hat. Und auf Seiten von Atlanta, ja, Quarterback Matt Ryan diesmal mit einer sehr guten Leistung, 306 Passing Yards und einem Touchdown Pass. Er hatte einen Fumble dabei. Ja, Leading Rusher war Devonta Freeman, der auf der 73 Rushing Yards kam, auf bei 22 Versuchen und einen Rushing Touchdown. Und bei den Receivern war Julio Jones abermals der Leading Receiver, der 9 Bälle für 178 Yards fing und einen Touchdown. Also Julio Jones war nicht zu stoppen von der Panthers Defense, und deswegen eher sicherlich der Hauptgrund, dass die Panthers hier ihre erste Niederlage einstecken müssen, aber trotzdem die Panthers immer noch auf Kurs Nummer 1 zieht. Sie müssen noch das letzte Spiel gewinnen, denn die Cardinals können theoretisch noch vorbeiziehen. Deswegen werden die Panthers auch im letzten Spiel nochmal Vollgas geben gegen Tampa Bay. Da bin ich mir sicher. Und deswegen, ja. Am Ende denke ich, ist diese Niederlage nicht ganz so tragisch für Carolina. Klar, die Chancen für eine perfekte Saison sind natürlich vorbei, aber ich denke, ja, die Panthers verlieren lieber jetzt ein Spiel in der Regular Season als dann später in den Playoffs. Ich denke, ja, das ist natürlich wichtiger. Die Playoffs. Ja, gehen weiter zum nächsten Spiel, und zwar zu den Baltimore Ravens gegen die Pittsburgh Steelers. Das ja, Duell aus der AFC North, und die Ravens gewinnen doch überraschend hier mit 20 zu 17, nachdem die Steelers ja in den letzten Spielen wirklich sehr stark gespielt haben und teilweise ja von einigen als Favoriten der AFC gegolten haben. Aber durch diese Niederlage ja, sind sie jetzt auf Schützenhilfe im letzten Spiel angewiesen, müssen hoffen, dass die New York Jets verlieren. Und selber müssen sie die Cleveland Browns schlagen, was ja machbar ist, aber das hat man auch vor dem Spiel gegen Baltimore geglaubt. Die Steelers ist eigentlich doch der klare Favorit, da die Ravens in dieser Saison sehr viele Verletzungsprobleme haben. Ja, auch vor allem auch auf der Quarterback-Position, wo jetzt schon wieder ein neuer Mann gestartet war, diesmal Ryan Mallett, der zu Beginn der Saison noch für Houston gespielt hat und dann entlassen wurde. Also Ryan Mallett hat hier eine Chance bekommen von den Ravens und hat eigentlich sehr gut gespielt mit 274 Passing Yards und einem Ta Passing Touchdown. Ja, Leading Rusher war Javoris Allen, der 79 Yards lief bei 18 Versuchen und einem Touchdown. Und Leading Receiver war Kamar Aiken, der 8 Bälle für 66 Yards gefangen hat. Und auf Seiten von Pittsburgh, da ging offensiv nicht ganz so viel. Ben Roethlisberger, der in den letzten Spielen eigentlich sehr gut gespielt hat, dieses Mal nicht ganz so. Er kam zwar auf 215 Passing Yards, aber er hatte auch 2 Interceptions dabei, was nicht so gut ist. Leading Rusher war D'Angelo Williams, er mit einer guten Partie, 100 Rushing Yards bei 17 Versuchen und 2 Rushing Touchdowns. Und Leading Receiver war Antonio Brown, aber diesmal nur mit 61 Yards bei 7 Catches. Also da haben die Ravens eigentlich einen sehr guten Job gemacht, haben da Antonio Brown, einen der besten Wide Receiver in der Liga, wirklich sehr gut verteidigt. Und deswegen, ja, für die Ravens war es eigentlich ein bedeutungsloser Sieg, denn sie haben ja keine Chance mehr auf die Playoffs, aber immerhin konnten sie von den 5 Saisonsiegen, die sie jetzt haben, konnten sie zweimal Pittsburgh schlagen, den vielleicht größten Rivalen. Und ja, das kostet dann vielleicht sogar die Playoff-Teilnahme für die Steelers, und das wird die Ravens sicherlich freuen. Ja, wie schon angesprochen, Stil ist wirklich enttäuschend. Man hatte eigentlich alles in der Hand, die Playoffs zu erschaffen mit 2 Siegen in den letzten 2 Spielen, aber wie gesagt, jetzt sind sie auf fremde Hilfe angewiesen.
Ja, kommen wir dann zum Spiel, das um 22:05 Uhr stattgefunden hat. Und zwar haben da die New Orleans Saints gegen die Jacksonville Jaguars empfangen. Ja, die Saints gewinnen mit 38 zu 27. Ja, das Ergebnis klingt vielleicht knapper, als es wirklich war. Die Saints waren doch von Anfang an die bestimmende Mannschaft. Ja, Quarterback Drew Brees war ja vor dem Spiel fraglich. War nicht sicher, ob er spielen kann wegen einer Verletzung, aber er hat gespielt und das eigentlich sehr gut. Denn er kam auf 412 Passing Yards und 3 Passing Touchdowns. Er hatte auch Hilfe vom Running Game. Ja, Tim Hightower kam auf 122 Rushing Yards bei 27 Versuchen und 2 Rushing Touchdowns. Und ja, Leading Receiver war Brandon Cooks, der 5 Bälle für 123 Yards fing und einen Touchdown. Also Offensive lief alles eigentlich sehr gut, beziehungsweise die Jacksonville Defense hatte da kein Mittel dagegen. Ja, Quarterback Blake Bortles kam immerhin auf 368 Passing Yards und 4 Passing Touchdowns, aber er hatte auch 2 Interceptions dabei. Leading Rusher war diesmal Jonas Gray, der auf 31 Yards kam bei nur 5 Versuchen. Ja, TJ Yeldon immer noch verletzt. Und Leading Receiver war Allen Robinson, der 6 Bälle für 151 Yards fing und einen Touchdown. War auch der zweite Wide Receiver, Allen Hurns, war sehr gut, der 8 Bälle für 106 Yards fing und 2 Touchdowns hatte. Also diese beiden Receiver bilden da wirklich ein sehr gutes Duo. Das ist auf alle Fälle positiv in dieser Saison für Jacksonville, dass sie da wirklich zwei sehr gute Wide Receiver gefunden haben. Auch wenn die Saison dann am Ende jetzt bei 5 Siegen und 10 Niederlagen doch etwas enttäuschend ist. Ja, das gleiche gilt eigentlich auch für die Saints. Es war zwar der 6. Saisonsieg, aber auch hier hat man sich vor der Saison sicherlich mehr erwartet. Und ja, aber zumindest können sie hier noch einen Sieg holen. Ja, kommen wir dann zu den Spielen um 22:25 Uhr. Fangen wir da mit den Seattle Seahawks gegen die St. Louis Rams. Ja, und die Seahawks verlieren auch das zweite Spiel gegen St. Louis, denn sie verlieren mit 17 zu 23. Auch das etwas eine Überraschung. Die Rams sind da sehr gut gestartet in dieses Spiel, haben zur Halbzeit mit 16 zu 3 geführt. Vor allem die Defense war wirklich sehr stark. Die Seahawks O-Line, die eigentlich in den letzten Spielen sehr solide war, hatte da wirklich große Probleme. Die Seahawks haben zwar versucht, nochmal ranzukommen, aber am Ende hat es nicht gereicht. Der Anschluss, Touchdown zum 17 zu 23 kam zu spät. Sie hatten dann keine Chance mehr. Und deswegen, ja, gewinnen die Rams auch das zweite Spiel gegen die Seahawks. Ich habe schon angesprochen, St. Louis ja immer wieder sehr stark in den Divisionsduellen, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, auch in dieser Saison wieder muss man wirklich sagen, die Rams innerhalb der Division sind sie wirklich sehr gut. Aber außerhalb, wenn sie da vielleicht auch ihre Leistungen gebracht hätten wie in den Divisionsduellen, würden sie da vielleicht sogar wesentlich besser dastehen. Ja. Deswegen war jetzt schon der vierte Divisionssieg. Und ja, sie spielen ja noch gegen die 49ers, das heißt, es könnte noch sogar ein fünfter dazukommen, aber mit einer Bilanz von 7 Siegen und 8 Niederlagen haben sie keine Chance mehr auf die Playoffs. Die Seahawks sind ja schon fix für die Playoffs, aber es ist noch nicht ganz klar, ob es Nummer 5 oder es Nummer 6 sind. Das heißt, im letzten Spiel gegen Arizona müssen die Seahawks nochmal, ja, sollten zumindest auf Sieg spielen. In diesem Spiel, ja, Quarterback Russell Wilson, der in den letzten Spielen wirklich sehr stark war, war diesmal nicht ganz so gut. Er kam zwar auf 289 Passing Yards und 2 Touchdown-Pässe, aber er hatte auch eine Interception dabei und einen Fumble, also 2 Turnovers. Und er war auch der Rushing Leader mit 39 Yards bei 6 Versuchen. Ja, auf dem Boden gelang nicht viel, da hat man doch die Abgänge von Marshawn Lynch und Thomas Rawls vermisst, also. Ja, Leading Receiver war wieder mal Doug Baldwin, der in den letzten Spielen wirklich sehr gut ist. Er hat 8 Bälle gefangen für 118 Yards und einen Touchdown. Und ja, Will Hukuafu, der Fullback, hatte auch noch einen Fumble dabei, also insgesamt 3 Turnovers. Am Ende, das ist das zu viel. Und ja, auf Seiten von St. Louis, Case Keenum spielt zwar nicht überragend, aber er macht einen guten Job, vermeidet zumindest Fehler. Er kam zwar auf nur 103 Passing Yards und einen Passing Touchdown, aber wie gesagt, er hat seine Fehler vermieden und das ist, denke ich, sehr wichtig. Den Rest hat die Defense erledigt. Ja, Todd Gurley kam zwar auf 85 Yards bei 19 Versuchen und einen Touchdown, aber insgesamt hatten die Seahawks ihn relativ gut im Griff. Und Leading Receiver war diesmal Kenny Britt, der 3 Bälle für 49 Yards fing und eben einen Touchdown. Ja, wie schon angesprochen, die Rams hier mit dem Sweep gegen die Seahawks, was sich sicherlich vor der Saison auch nicht viele den Rams zugetraut hätten. Also doch eine Überraschung hier dieser Sieg.
Der Rams, ja, kommen wir dann zum zweiten Spiel, das um 22:25 Uhr stattgefunden hat, und zwar zu den Arizona Cardinals gegen die Green Bay Packers. Ja, und das vermeintliche Spitzenspiel wurde zu einer kleinen Angelegenheit zugunsten der Cardinals, denn sie gewinnen hier klar und deutlich mit 38:8. Ja, war von Anfang an wirklich ein sehr dominantes Spiel, beziehungsweise eigentlich erst ab dem zweiten Viertel. Im ersten Viertel gab es noch ja, keine einzigen Punkte. Aber dann im zweiten Viertel, dann konnten die Cardinals 17 Punkte erzielen, gingen damit 17 zu 0 in Führung. War natürlich schon schwer für die Packers damit diesen Rückstand, aber in der zweiten Halbzeit wurde es nicht besser. Und ja, vor allem große Probleme hatte die Packers O-Line. Quarterback Aaron Rodgers hatte da wirklich nicht viel Zeit zum Werfen. Er kam dann am Ende nur auf 151 Passing Yards, einen Passing Touchdown und eine Interception, aber er hatte auch zwei Fumbles dabei. Ja, Leading Rusher war Eddie Lacy, der auf 60 Yards kam bei 12 Versuchen, und Leading Receiver war James Jones, der 5 Bälle für 46 Yards fing. Ja, und James Starks, der zweite Running Back, hatte auch noch einen Fumble dabei, also insgesamt ja, waren das 4 Turnovers, und das ist dann am Ende gegen so eine starke Mannschaft wie Arizona zu viel. Auf Seiten von Arizona, ja, Carson Palmer wieder mit einer sehr guten Leistung, 265 Passing, hat 2 Passing Touchdown. Es war zwar eine Interception dabei, aber am Ende wirklich sehr gute Leistung. Leading Rusher war Kevin Williams, der 44 Yards lief bei 8 Versuchen. Ja, Andrew Ellington war eigentlich wieder fit, auch er hat für 40 Yards gelaufen, aber den einzigen Rushing Touchdown hat David Johnson erlaufen. Und Leading Receiver war Michael Floyd, der 6 Bälle für 111 Yards gefangen hat. Kevin Williams hatte noch einen Fumble dabei, aber ich denke, bei so einem klaren Sieg ist das am Ende nicht ganz so schlimm. Ja, die Cardinals spielen derzeit wirklich einen sehr starken Football, was sie gezeigt haben, sowohl offensiv als auch defensiv. Und sie können da sicherlich absolut mit Carolina mithalten. Die beiden sicherlich zurzeit die Favoriten in der NFC, muss man ganz klar sagen. Und ja, die Packers, obwohl sie jetzt fix für die Playoffs qualifiziert sind, sie spielen jetzt im letzten Spiel jetzt noch um den Divisionssieg in der NFC North mit gegen die Minnesota Vikings. Aber zurzeit, ja, sieht es nicht ganz so gut aus für die Packers. Also vor allem die Offensive Line hatte doch große Probleme. Und wenn sich das nicht bessert, ja, könnten die Packers dann relativ früh ausscheiden in den Playoffs. Ja, kommen wir dann zum Sunday Night Game. Und zwar zu den Minnesota Vikings gegen die New York Giants. Ja, die Vikings gewinnen hier ganz klar und deutlich mit 49 zu 17. Und ja, wie schon angesprochen, für die Vikings steht jetzt das ja, ganz wichtige Duell gegen Green Bay an, um den Divisionssieg. Aber die Vikings zurzeit wirklich sehr gut in Form. Ja, haben schon zur Halbzeit mit 19 zu 3 geführt. Und die Giants ohne Odell Beckham, der gesperrt war in diesem Spiel, hatten da nicht wirklich eine Chance. Ja, Quarterback Teddy Bridgewater mit einer sehr soliden Leistung, 168 Passing Yards und ein Touchdown. Leading Rusher war natürlich Adrian Peterson, der auf 104 Yards kam und einen Rushing Touchdown bei 22 Versuchen. Aber Jerick McKinnon, der Backup Running Back, hatte 2 Rushing Touchdowns. Und Leading Receiver war Jarius Wright, der 3 Bälle für 57 Yards gefangen hat. Ja, vor allem wichtig, kein Turnover seitens von Minnesota, und auch in der Defense waren die wichtigen Spieler, die zuletzt verletzungsbedingt gefehlt hatten, wie Harrison Smith und Lindell Joseph und Anthony Barr waren wieder dabei, und das hat man auch gemerkt, die Defense wirklich sehr gut von den Vikings. Ja, Quarterback Eli Manning, wie schon angesprochen, ohne Odell Beckham hatte er große Probleme, hat er knapp über 50% der Bälle an den Mann gebracht. Insgesamt 234 Yards, ein Touchdown, aber auch 3 Interceptions, was nicht sehr gut ist. Und Leading Rusher war Rashad Jennings, der 74 Yards lief bei 14 Versuchen. Und der Leading Receiver war Ruben Randall, der 2 Bälle für 80 Yards fing und einen Touchdown. Ja, wie gesagt, Odell Beckham hat gefehlt. Wahrscheinlich ihr bester Spieler in der Offense. Ja, und für die Giants war auch schon vor diesem Spiel klar, das ist eigentlich bedeutungslos aus ihrer Sicht, denn ja, die Redskins hatten ja schon zuvor gewonnen, und damit war klar, dass die Giants auch keine Chance mehr haben auf den Divisionssieg. Deswegen, da hat sicherlich auch die Motivation gefehlt auf Seiten der Giants, und ja, auch für die Giants ist die Saison damit gelaufen mit nur 6 Siegen und 9 Niederlagen. Ja, auch im letzten Spiel geht es dann nicht mehr wirklich viel für die Giants. Im Gegensatz zu den Vikings, die ja, wie schon angesprochen, mit den Packers ein wichtiges Duell haben um den Divisionssieg in der
NFC North. Ja, kommen wir dann noch zum letzten Spiel in diesem 16. Spieltag, und zwar das Monday Night Game zwischen den Denver Broncos und den Cincinnati Bengals. Und ja, das war ganz knapp, hat gehalten, was es versprochen hat, ein Duell zwischen zwei guten Teams, die wir in den Playoffs auch sehen werden, denn die Broncos haben sich mit 20 zu 17 nach Verlängerung durchgesetzt und sind damit auch fix für die Playoffs qualifiziert. War aber nicht leicht. Die Bengals sind sehr gut in dieses Spiel gestartet, haben zur Halbzeit mit 14 zu 3 geführt, aber dann in der zweiten Halbzeit haben dann die Broncos einen Gang zugelegt, vor allem offensiv ging es dann besser zu. Ja, und deswegen, ja, in der Overtime hat man dann ein Field Goal geschossen durch Brandon McManus aus 37 Yards. Die Bengals hätten noch eine Chance gehabt zum Ausgleich, aber ein Fumble vom Quarterback AJ McCarron besiegelt dann am Ende die Niederlage für die Bengals. Ja, AJ McCarron immer noch für den verletzten Andy Dalton am Start, hat eigentlich, wie gesagt, bis auf den Fumble eine sehr solide Partie gehabt, kam auf 200 Passing Yards und einen Touchdown. Leading Rusher war Jeremy Hill, er kam auf 63 Yards bei 19 Versuchen, und Leading Receiver war AJ Green, der 5 Bälle für 57 Yards gefangen hat und einen Touchdown. Ja, die Bengals, muss man auch sagen, doch auch mit Verletzungsproblemen. Auch der Tight End Tyler Eifert hat natürlich gefehlt, der in dieser Saison schon einige Touchdown-Pässe gefangen hat. War sicherlich auch ein Verlust für die Bengals. Und auf Seiten von Denver immer noch Brock Osweiler, der Starter. Ja, obwohl Peyton Manning schon wieder trainiert. Sehr interessant. Es wurde auch mittlerweile schon bestätigt, dass Osweiler auch im letzten Saisonspiel in der regulären Saison starten wird. Das wird auf alle Fälle sehr interessant, auch im Hinblick auf die Playoffs, denn ja, Peyton Manning müsste eigentlich bis dahin schon wieder gesund sein. Und ja, wirklich sehr interessant, was dann die Broncos machen. Osweiler hatte zwar in der ersten Halbzeit doch seine Probleme, aber in der zweiten Halbzeit wurde er besser. Und er kam dann auf insgesamt 299 Passing Yards und einem Touchdown. Leading Rusher war CJ Anderson, der auf 73 Yards kam bei 9 Versuchen und einen Rushing Touchdown, aber er hatte auch einen Fumble dabei. Und Leading Receiver war der Tight End Owen Daniels, der 70 Yards gefangen hat bei 5 Catches. Wie gesagt, ein sehr knappes Spiel, ein sehr enges Spiel, aber am Ende haben die Broncos ja, das Glück auf ihrer Seite gehabt und das knapp gewonnen. Und wie gesagt, sind damit mit einer Bilanz von 11 Siegen und 4 Niederlagen sind jetzt einmal fix für die Playoffs qualifiziert. Die Bengals waren vorher ja schon für die Playoffs qualifiziert. Durch die Niederlage des Steelers ist auch fix jetzt, dass die Bengals die AFC North gewonnen haben. Also sie sind Divisionssieger. Und ja, trotz dieser knappen Niederlage ja, können die Bengals auch absolut zufrieden sein mit ihrer Saison bisher. Ja, das war jetzt mein Nachbericht zu diesem 16. Spieltag in der NFL-Saison 2015. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Ja, wie fandet ihr diesen Spieltag? Ja, und was sagt ihr zu den Ergebnissen? Das würde mich sehr gerne interessieren. Ja, schreibt es unten in die Kommentare. Ja, ich würde mich freuen über ein Abo. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Und ich sage Tschüss, euer Little Piccolo.